kommt er. Wohl einer der unwichtigsten Abgeordneten aus dem Europaparlament. Martin Sonneborn, einst 5 Jahre Chefredakteur des Satiremagazins Titanic und Gründer der Partei Die Partei. Mit seinem Buch Herr Sonneborn geht nach Brüssel will er sich selbst beweisen, dass er im Parlament auch gearbeitet hat. Ich habe mich mit dieser Situation, also dass ich ins Parlament gewählt wurde, auseinandersetzen müssen und habe dann, so wie es meine Art ist, dokumentiert, was mir an skurrilen, an lustigen und an rechtsradikalen Umtrieben da begegnet ist. Seiner Ansicht nach sind es dicke, alte, weiße Männer, die Europa in die Krise gestürzt haben. Und denen will er als fraktionsloser Abgeordneter Paroli bieten. Dafür braucht es eigentlich nicht mal Satire. Vielmehr braucht es einen wie Sonneborn, der darauf aufmerksam macht. Ich habe gar keine Rede vorbereitet. Ich habe die Redezeit nur beantragt, weil sie sonst an Udo Vogt von der NPD gefallen wäre. Also ich gehöre zum Abschaum des Parlaments und sitze da unter Fraktionslosen. Und dann passiert es halt, dass sie neben polnischen Monarchisten sitzen, 78-jährigen studierten Menschen mit 4 oder 5 Uni-Abschlüssen, die aber sich dafür einsetzen, dass das Frauenwahlrecht in Europa abgeschafft wird, weil Frauen sich nicht für Politik interessieren. Ja! Und dann erklären die auch, dass in einer Debatte zum Gender Pay Gap, dass es vollkommen normal ist, dass Frauen weniger verdienen in Europa, weil Frauen kleiner, langsamer und dümmer sind als Männer. Es ist schon teilweise sehr unterhaltsam dort, besser als im Deutschen Bundestag. Das Buch Herr Sonneborn geht nach Brüssel gibt auf witzige Weise tiefe Einblicke über den Alltag und die Arbeit im Europaparlament und animiert ganz nebenbei, die Partei zu wählen. Als Parteichef schafft es Sonneborn, besonders junge Leute zu politisieren. Laut Umfragen liegt die Partei mit ihren abstrusen Wahlslogans momentan sogar bei 2%. Irgendwann!